Gut, ja, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Doris, wie war es bei dir letzte Woche? Hast du gecircelt? Habt ihr euch schon getroffen? Habt ihr schon Dinge besprochen? Wir sind der Freitagmorgen um 8, sage. Aber wir sind gut dabei und hatten vorher schon das Kennenlernen gemacht als ein Pre-Conference-Start. Das war auch ganz gut. Und Cool. insofern sind wir schön durchgekommen und haben uns halt die verschiedenen Cutters, die Ergebnisse, die wir da hatten, gegenseitig erzählt. Ich finde das ja immer wieder spannend. Und ich habe einen Tipp mitgebracht Ja, für schieß alle los. Eltern, die hier zuhören, zusehen. Weil das war sehr schön, eine erzählte, wofür sie auch ChatGPT benutzt, dass sie von den Kindern die Alter und die Namen eingibt und dann, was am Tag so geschehen ist, und sich eine gute Nachtgeschichte schreiben lässt. Und die liest sie dann vor. Ja, cool. Cool. Das ist Entertainment. Ich habe neulich so ein ähnliches Beispiel gesehen. Da hat jemand gesagt, immer wenn er Videokonferenz macht, dann stört der Sohn mit Hausaufgaben und er will gern Übungsaufgaben für Mathe haben. Und der hat sich mit ChatGPT komplett Mathe-Übungsblätter machen lassen, inklusive Musterlösung. Und da sollte er aber darauf achten, dass er erstmal nur das Übungsblatt rausgibt und nicht direkt die Musterlösung. Ja, also dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Ich springe mal direkt auf die Woche 2 hier runter in unserer Präsentation. Wer die finden will, die ist ja auf der Website verlinkt. Wir gehen dann auch gleich auf die Themen ein. Aber wie gesagt, zunächst machen wir mal so ein kleines Recap. Und das haben wir hier auf einer Folie weiter unten mal zusammengesammelt. Und das ist so kurz die Zusammenfassung aller Feedbacks, die in dem Feedback-Formular aufgeschlagen sind, bis 12 Uhr heute, da habe ich es dann ausgewertet. Und da könnt ihr gerne auch in den Chat schreiben, was ihr da noch dazu denkt. Ich würde jetzt da einmal durchgehen und habe so ein bisschen versucht, mit dem Zeiger hinten dran zu sagen, wie man vielleicht oder wie wir versuchen, euch das Leben an der Stelle leichter zu machen. Also der erste Punkt, der wirklich am meisten kam, war dieses, es war schon viel zu tun in Woche 1, sich zu organisieren, den Circle zu finden und so weiter. Und dann war es auch noch schwierig, die Inhalte der Wochen zu finden. Ich glaube, wir hatten im ersten Termin gesagt, die finden sich in der Präsentation, aber vielleicht war die auch nicht gut genug verlinkt oder man hat sie sich nicht gebookmarkt. Also wir haben jetzt mal versucht, das so ein bisschen zu beheben. Das heißt, wenn ich klicke jetzt mal hier auf Infoseite, dann geht einfach diese zentrale Seite, die unsere Single Point of Truth Seite ist, auf. Na, und ihr seht jetzt hier, wir haben hier oben so eine Infobox eingebaut und würden da jede Woche einfach den Link zu den Inhalten der jeweiligen Woche reinpacken. Das heißt, wenn ihr auf diese Infoseite geht, da passiert eigentlich nichts anderes, als dass ihr hier landet auf der Seite, wo man dann sieht, was sind die Grundlagenkapitel, was sind die Katas der jeweiligen Woche. Ich habe gerade gesehen, die Anke hat schon die Hand gehoben, aber gleich wieder runter. Ich weiß nicht, ob das ein. Ah, das ist mit Sicherheit wieder Handheben und reagieren. Ihr seht das. Es gibt Ja, ja, Handheben ja. und reagieren und das ist der Klassiker, dass man da erstmal auf Handheben klickt. Genau, sehr gut. Aber Anke, lass dich nicht aufhalten, wenn es eine Anmerkung war, dann einfach Hand hoch. Gilt auch für alle anderen, ne? Könnt ihr direkt machen. Wir haben die Zeit schon im Blick, also wir können direkt die Sachen auch diskutieren. Für diejenigen von euch, die auf Discord sind, das sind ja durchaus auch einige, haben wir in dem, mach's mal gerade hier ein bisschen orange, in dem KI-MOOC24-Kanal, da kann man oben so Statusmitteilungen setzen. Und da haben wir jetzt auch einfach die Statusmitteilung, setzen wir jeweils auf das Thema der Woche, sodass ihr auch aus dem Discord-Kanal, egal ob ihr auf Desktop seid oder im Web oder auf der mobilen App sozusagen direkt zu den jeweiligen Wocheninhalten findet. Die würde ich immer am Montag früh dann austauschen. Ich weiß nicht, ob es Circle gibt, die am Wochenende noch aktiv sind, aber das eben quasi bis einschließlich Sonntag die Inhalte der jeweiligen Vorwoche, also jetzt 1 dort waren und ab heute früh waren dann eben die Inhalte der Woche 2. Genau. Ich weiß nicht, du hattest ja vorher mitgemacht in der Orga, also du hast wahrscheinlich keine Schwierigkeiten, die Inhalte zu finden, aber als ich so oft gelesen habe, konnte ich es dann irgendwie nachvollziehen, ne, wenn man sich das nicht gleich bookmarkt, dass das eben schwierig sein könnte. Auf jeden Fall. Und natürlich, man hat ja immer wieder auch neue Leute dabei, was ich ganz toll finde. Ich finde es super, dass so viele Menschen das LernOS-Konzept jetzt mit diesem Guide auch neu kennenlernen. Genau, das war übrigens auch nochmal ein Punkt, weil mich haben ein paar E-Mails und Kommentare erreicht. Ich mache da gerade nochmal auf. Kann man denn jetzt noch einsteigen? Ne, deswegen gibt es ja gleich eine zweite Infobox. Und im Kern haben wir da reingeschrieben, natürlich, theoretisch kann man zu jeder Zeit einsteigen. Es ist halt so, dass man quasi je später man einsteigt, desto höher häuft sich der Berg auf, was man nacharbeiten muss.
Ich denke mal, wenn man jetzt im Lauf der Woche 2 noch einsteigt, danach haben wir ja 2 Wochen Ferien, ne? 20., 27. ist keine Live-Session, also da kann man es dann noch nacharbeiten. Wahrscheinlich in der vorletzten oder letzten Woche macht es wahrscheinlich keinen Sinn mehr, in MOOC einzusteigen, aber man kann einfach komplett eigenständig dann mit einem Learning Circle loslegen mit 5 Leuten. Ne? Das kann auch unabhängig vom MOOC laufen. Genau, das ist ganz wichtig. Das hatte ich nämlich heute auch in einem Gespräch. Du kannst den Lern-OS-Circle natürlich auch wieder 12-wochenmäßig, genauso machen, wie er ja in den, im Guide vorgesehen ist. Du kannst es komprimiert machen, aber du kannst auch jederzeit einsteigen und mit deinem Learn-Circle einfach auf die 12 Wochen gehen. Das geht immer. Exakt. Genau, Wochen ist ein gutes Stichwort. Das ist hier der zweite Eintrag. Das kann man auch 2-mal. Für die, die sich das OneNote-Template, was Continental, Marcel und Team bereitgestellt haben, runtergeladen haben, da kam die Frage auf, warum da drinnen die Nummerierung der Cutters in Wochen ist. Das kommt daher, dass Continental quasi den MOOC intern in 12 Wochen durchläuft und nicht wie wir in 5. Also das heißt, für die, die das OneNote nutzen, am besten einfach die Wochen in dem OneNote rauslöschen. Ne, was für uns gilt, die Infoseite hier nochmal auf, ist quasi diese Zuordnung hier. Ne? Wir haben hier die Wochen. Und bei jeder Woche steht jeweils dahinter in Klammern, welche Cutters für welche Woche da sind. Die Cutters referenzieren immer rück auf die Grundlagenkapitel, sodass quasi darüber die Woche und die Themen dann klar sind. Genau, was hat man noch? Klar, das kam auch. Mehr Zeitaufwand als angekündigt. Ne? So gerade Marcel, genau, ach Marcel, wahrscheinlich zu dem Punkt, ne? Spring gern rein. Eine kleine Frage noch an dich. Ich habe nämlich bin davon ausgegangen, dass du die Präsentation vom letzten Mal jetzt mit diesen Themen hier angeflanscht hast. Und jetzt schreibt mir aber jemand, nee, das ist muss eine andere Präsentation sein, die du gerade zeigst. Wo würde man denn die finden, die du jetzt gerade zeigst? Nee, das ist die gleiche. Also wir haben hier, Moment, das kann ich mal gerade nochmal zeigen, auf der Infoseite ganz vorne bei den Quicklinks und Terminen ist hier die Präsentation verlinkt. Ja? Und jetzt kann ich mal hier in diese Übersichtsseite, ne, wir haben das letzte Mal in der Präsentation uns die ganzen Themen angeschaut, ne, also Deckblatt und so weiter, dann kommt man hier nach hinten. Und ich hatte gezeigt, dass man bei der Ablauffolie, dort kann man quasi in den Folien nach unten gehen. Genau, die Sandra postet gerade schon einen Direktlink in Chat. Also das heißt, ja, das hatte ich auch. Hier nach unten komme ich, ja, und dann komme ich irgendwann zu der Woche 2. Woche 2 die Themen und darunter habe ich jetzt einfach die Punkte kopiert, die wir jetzt vorneweg noch durchsprechen. Wir haben einfach also nicht weiter durchgeklickt. Genau, die ergänzen wir einfach von Woche zu Woche, sodass alles quasi unter einem Link ist, weil sonst hat man nämlich genau das Problem, wo sind eigentlich welche Links. Ne? Es gibt nur eine Präsentation für den ganzen MOOC. So hätte ich es nämlich auch gedacht, aber dann haben wir es offensichtlich beide nicht genug geklickt. Also, Frage geklärt. Vielen Dank. Nicht tief genug abgestiegen. Sehr schön. Genau, mehr Zeitaufwand als angekündigt. Klar, so ein bisschen klang es vielleicht vorhin durch. Wir haben ja den Lernpfad so einen Tick komprimiert quasi von 12 Wochen auf die 5 Wochen. Wohl wissen, dass wir quasi 2-mal so 2 Wochen Puffer haben. Also wenn ihr nicht ganz durchkommt, ne, jetzt weiß nicht, wer jetzt nicht 2 Wochen komplett im Urlaub ist, kann man vielleicht ein Circle-Meeting noch in den nächsten 2 Wochen dann machen, um Dinge aufzuholen. Und wir wollen ja dann auf der Lernoise Convention auch die Erfahrungen zusammentragen. Also wenn ihr in der Woche 5 dann nicht am Ende seid, wäre das vielleicht auch noch eine Möglichkeit, da einfach noch was dran zu hängen. Was ganz oft passiert, ich weiß nicht, Doris, ob bei dir das auch so ist. Bei mir ist es so, wenn ich jetzt in einem Lernoise oder Wall Circle nicht durchgekommen bin, es bleiben ja ohnehin die Circle eine Weile noch beieinander und man trifft sich dann vielleicht nicht mehr im Wochentakt, sondern vielleicht im zweiwöchentlichen Takt oder im Monatstakt oder so und kann dann die Dinge entsprechend hinten aufarbeiten. Aber das ist uns bewusst sozusagen, dass wir so ein bisschen komprimierter sind, als der Lernpfad es eigentlich vorsieht. Es ist ja auch so, gerade jetzt hier bei dem LernOS Guide KI, dass es einige Menschen gibt, die bestimmte Dinge schon gemacht haben. Ja? Und insofern ist es natürlich auch so, dass wir auch merken, dass gerade die ersten Kapitel zum Beispiel, dann viele sagen, ja, das habe ich ja schon alles gemacht, aber ist ja gut so, dann könnt ihr ja schon mal ein bisschen vorarbeiten in die anderen Cutters. Genau, so ist es. So ist es. Genau, letzter Punkt, der da noch war, finden von Learning Circle durch verschiedene Anlaufstellen schwierig. Also wenn man jetzt noch kein Learning Circle hat, wir haben ja, habe ich hier verlinkt, ne, in dieses Pad. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die Circle, die voll waren, ob die sich da runterkopiert haben. Wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass alle, die sozusagen in den MOOC kommen, sich vielleicht schon einen Circle gesucht haben. Das heißt, wer jetzt noch auf der Suche ist, noch einen braucht, noch Platz drin hat, packt das vielleicht in den Chat rein.
Wenn ihr euch auf diesem Pad hier verewigt habt, ne, hier unten hatten wir das letzte Mal gezeigt, dieses Pad mit so einem kleinen Zirkelmarktplatz, der reagiert jetzt wahrscheinlich auch langsam, weil so ein Pad nicht dafür gedacht ist eigentlich, dass da 128 Leute zeitgleich drauf sind. Also wenn hier oben jemand Circle hat, die schon voll sind, gerne die nach unten kopieren in die Sektion Circle ist schon voll, sodass hier oben einfach die Circle bleiben, wo man noch Anschluss finden kann. Genau, ich sehe beim Wolfram, warum nennen wir es Katas, nicht Aufgabenübungen, was wahrscheinlich nicht in der ersten Live-Session dabei, das kommt aus den Coder-Dojos, da heißen einfach die Übungen Katas, das haben wir übernommen in den LernOS-Leitfäden. Das habe ich im ersten Meeting ein bisschen ausführlich erklärt, kann man da gerne nochmal nachhören. So, und ich habe gerade in dem Discord geschrieben, dass wenn Menschen nicht reinkommen, weil offensichtlich ist es wieder ein Problemchen, dass sie sich ja auf jeden Fall die Aufzeichnung angucken können. Und wenn sie jetzt eine super drängende Frage haben, die wir hier aus dem Studio auf jeden Fall beantworten sollten, dann dürfen sie die natürlich gerne in Discord stellen. Ich schaue auch dann dahin, dass wir das hier mit reinnehmen, okay? Ja, super. Danke dir. So, dann hoffe ich, dass der Leonid dieses Mal nicht bei denen ist, die es nicht hineingeschafft haben. Der wollte uns nämlich heute kurz was erzählen zu dem Circle Finder. Wenn wir Pech haben, dann war er aber bei denen, die nicht reinkamen. Also Leonid, müsste dann sein. Ja, exzellent. Ich bin begeistert. Genau, also viele von euch, habe ich ja schon gesehen, haben den Peer Finder genutzt, um ihren Circle zu finden. Und wir haben gedacht, es wäre ja eigentlich schön, da auch mal den Menschen zu haben, der dafür zuständig ist, dass es schon den Vorgänger gab, den Circle Finder und jetzt eben auch den Peer Finder. Und bevor uns der Leonid ein bisschen was zeigt, würde ich euch einfach bitten, als kleines Dankeschön, weil da wahnsinnig viel Zeit reingeflossen ist, macht mal euer Mikrofon auf und gebt erstmal dem Leonid einen riesen Applaus für den super schönen Peer Finder. Dankeschön. Genau. Und wenn du magst, Leonid, du müsstest Bildschirm teilen können. No? Vielleicht für die Peerfinder noch nicht so genau kennen oder noch nicht die Tipps und Tricks des Makers kennen. Vielleicht führst du uns mal kurz durch, was man damit machen kann. Oh Gott, also ob ich da wirklich jetzt Tipps und Tricks habe, weiß ich nicht. Aber ich versuche zumindest so ein bisschen zu zeigen, was das ist. Also wenn ihr das noch nicht kennt, oder damals noch, zu Vollzeiten, war die Idee, wenn man jetzt so einen Circle irgendwie starten möchte und weiß nicht wo und wie finde ich mich mit anderen zusammen, war die Idee, nur so eine Seite zu haben, wo man die Gruppen anlegen kann und jemand kann da einfach mit reinkommen, der Gruppe beitreten und sich austauschen. Und zusätzlich dazu noch ein paar kleine Werkzeuge, wenn man dort zum Beispiel Termine einstellen möchte oder irgendwie ein paar Lesezeichen ablegen, damit sich die Leute, die sich treffen, auch abstimmen können. Die können grundsätzlich dann auf irgendwelche anderen Tools nochmal ausweichen, aber zumindest so als erster Anlaufpunkt oder so eine Art Suchmaschine für Zirkel war so der Peer Finder gedacht. Und das ist halt das Tool heute. Gibt es einige Gruppen, die schon drauf sind. Einige sind voller, einige sind leerer. Also es kommt immer darauf an, wie gut danach für die jeweilige Gruppe Werbung gemacht wurde, ob da die Leute mit reingekommen sind oder nicht. Jetzt so als Beispiele. Irgendwas Virtual Reality rauspicken. Das ist so die Gruppe. Man sieht, es gibt irgendwie eine Beschreibung davon, was man dort machen möchte, in welcher Sprache das Ganze gemacht wird, ob das eine virtuelle Gruppe ist oder vor Ort. Und auch dann zum Beispiel die Leute, die das schon sich eingewählt haben. Ich müsste jetzt hier quasi sagen, dass ich der Gruppe beitreten möchte, wenn ich da reinkommen will. Es gibt Gruppen, die sind offen, da kann jeder rein. Es gibt Gruppen, die sind aber erstmal geschlossen im Sinne von der, ich gucke mal, was anderes. Die sind halt so, dass dort derjenige oder diejenige, die Gruppe gegründet hat, erstmal die Freigabe quasi geben muss. Ne? Das heißt, wenn man möchte, 5 Leute irgendwie zusammensuchen, aber so, dass nicht alle möglichen reingehen, sondern man möchte irgendwie gucken, wer geht rein, wer nicht. Hat man die Möglichkeit als Gruppengründer oder Gründerin, diese Freigabe zu setzen oder nicht. Ich schaue mal, ob ich jetzt in so eine Gruppe reingehe, die schon ein bisschen älter ist, die zu Anfangszeiten erstellt wurde. Da sieht man ja, da gibt es verschiedene Teilnehmer dieser Gruppe und wir haben so eine Art Chat, wo wir auch gewisse Abstimmungen machen können, irgendwie was reinschreiben. Das funktioniert dann ganz gut. Und wir haben die Möglichkeit, weiterhin sowas wie Lesezeichen abzulegen. Ja, wenn jetzt keine Ahnung, hier war damals irgendwie so ein externes Notizbuch noch angebunden,
und so weiter. Da könnte man halt gewisse Sachen einbauen als Gruppengründer, damit die Menschen halt, die dort mitmachen, alle Informationen haben. Man hat heute die Möglichkeit, auch schon ein paar Zirkeltypen auszuwählen. Ich glaube, sowas wie Lernhaus-Zirkel gibt es, aber auch, ich glaube, weiter haben wir das jetzt zumindest, habe ich damals nicht vorbereitet, dass es auch verschiedene Typen von Lernhaus-Zirkeln gibt. Aber wir haben zumindest daran gedacht, es muss nicht immer Lernhaus sein, es kann auch einfach eine Community of Practice sein oder eine Coaching-Gruppe oder einfach war auch die Idee, dass Menschen einfach zusammenkommen über irgendeine Idee, sich austauschen, um einfach mal gemeinsam an irgendeinem Thema dran zu bleiben, also ohne irgendeinen Leitfaden und so weiter. Genau, das ist, was es halt heute gibt. Wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt mir alles angeguckt, habe nichts gefunden, was zu mir passt, ich möchte eine neue Gruppe gründen, das geht auch, dann kann ich hier zum Beispiel auf neue Gruppe klicken, muss da so ein paar Informationen angeben, was ist das für ein Typ der Gruppe, zum Beispiel Lernhaus, Titel, Beschreibung, ganz typisch, dann wann startet das Ganze, wie viele Menschen soll es maximal geben, ob die sich online trifft oder vor Ort, wenn ich sage, okay, wir haben jetzt zum Beispiel Microsoft Teams, was ich anbieten würde als Treffen der virtuellen Gruppe, kann ich jetzt hier zum Beispiel den Link hinterlegen, dann werden die anderen das Ganze schon sehen, kann meine Sprache auswählen. Und genau, was halt hier noch geht, ist, ich kann auch eine private Gruppe anlegen, die wird erstmal gar nicht sichtbar sein. Ich kann dann aber zum Beispiel, damit Leute überhaupt reinkommen können in diese Gruppe, kann individuell Einladungen verschicken. Also wenn ich dann weiß, okay, die paar Menschen, die ich kenne, haben sich hier angemeldet. Wenn ich jetzt nach Simon suche, kann ich gucken, okay, dass ich dann Simon zum Beispiel einlade in so eine Gruppe und die bleibt komplett privat. Also man sieht sie halt nicht in der Auflistung der ganzen Gruppe. Also die Möglichkeit gibt es auch, ist aber nicht der primäre Zweck von Peerfinder, sondern es ist schon irgendwie sinnvoll, dass man die Gruppen anlegt, die möglichst offen sichtbar sind und dass man schnell auch die Leute zusammenfindet, die dort mitmachen wollen. Genau, so als Schnelleinstieg in den Peerfinder. Also einigermaßen einfach, klar, man muss sich natürlich damit so ein bisschen erstmal zurechtfuchsen, aber dann ist es auf das Wesentliche reduziert, was man benötigt, ja. So eine Gruppe zu kriegen. Ich finde auch, was du gesagt hast, also sowohl diese Links oben, das nutze ich total gern, weil man da auch, ich habe bei uns in der Gruppe jetzt auch den Link einfach auf die Übungen, Aufgaben der Woche drin, ne, damit das alle im Überblick haben. Und auch so Einwahllinks in die Teams-Besprechung, ne, wenn man Teams nutzt oder andere Videokonferenz-Links. Also dafür kann man diese Links oben super nutzen. Und ich finde auch die leichtgewichtige Chat-Funktion. Also ich habe ganz oft so Circle, da ist dann erstmal Diskussion, nimmt man, die einen wollen Signal, die anderen Teams, die anderen WhatsApp. Und an ganz vielen Stellen für so leichtgewichtigen Chat reicht auch total sozusagen der Chat, den der Peerfinder eh bietet. Ne? Und wir haben jetzt bei uns zum Beispiel in der Gruppe gar keinen parallelen Chat, sondern nutzen nur den Chat im Peerfinder. Genau. Also das war auch so die Idee, dass es, könnte man eher beschreiben wie so eine Art Forum vielleicht mehr als ein oder Mini-Forum, sage ich mal. Das ist nicht die typische, sage ich mal, WhatsApp-Applikation, die man auf dem Telefon hat, wo man schnell sich mit anderen austauscht. Das ist eher so eine Kommentarfunktion für die eigene Gruppe, die man gegründet hat, um sich abzustimmen. Genau, man bekommt auch Benachrichtigungen per E-Mail, irgendwie, wenn man sie nicht gelesen hat. Also das gibt es hier schon. Genau. Leonid, ich bekomme immer eine Frage gestellt. Und zwar ist es ja so, dass wenn der Zirkel voll ist, dann sieht man den ja hier nicht mehr. Macht ja Sinn, weil ich gehe ja auf die Plattform meistens, um einen Zirkel zu finden. Aber ich werde dann immer gefragt, Mensch, wie viele Leute haben denn hierüber schon ihre Zirkel gebildet oder wie viel laufen? Könntest du uns da vielleicht eine Zahl nennen, dass die Leute merken, dass hier wirklich viel passiert? Und ich zum Beispiel finde meine Zirkelgruppen immer sehr, sehr schnell hier drauf. Genau, also die Gruppen, das ist halt so, habe ich mir das damals überlegt, die Dynamik, die jetzt hier passiert, ich kann ja mal zeigen, theoretisch, wenn ich mal schnell irgendeine Gruppe anlege. Wenn ich jetzt die Gruppe gegründet habe, habe ich die Möglichkeit, das so einzustellen, oder es wird automatisch dann passieren, wenn die voll ist, wenn ich gesagt habe, es sind 6 Leute, die maximal teilnehmen können, dann wird sie automatisch geschlossen. Ne, dann steht hier als geschlossen markieren. Das heißt, die ist jetzt nicht im Sinne von gelöscht geschlossen, aber da können nicht mehrere Leute mit reinkommen. Und danach ist sie auch nicht mehr gelistet in den Gruppen. Wenn ich dann sage, ja gut, jetzt ist bei mir zum Beispiel jemand abgesprungen und ich habe noch einen Platz frei bekommen, könnte ich sie wieder öffnen. Also wenn es geht, wenn die noch nicht tatsächlich voll ist,
könnte ich hier sagen, als nicht geschlossen markieren und ich kann sie wieder öffnen, damit auch zum Beispiel noch jemand nachrücken kann. Das würde funktionieren. Wie viele Gruppen gerade geschlossen sind, das muss man mal gucken. Ja, genauso wie du es beschreibst, war es bei uns. Conny hatte mich irgendwie auf LinkedIn dann angeschrieben, meinte, das ist eigentlich genau mein Thema, aber die Gruppe ist schon geschlossen, ob nicht noch ein Platz ist. Dann habe ich einfach die Anzahl möglicher Mitglieder hochgesetzt und habe die Gruppe nochmal geöffnet, sie ist reingeschlüpft und dann habe ich sie wieder geschlossen. Also das ist problemlos möglich. Genau, wenn man das von 5 auf 6 hochsetzt zum Beispiel, wenn die 6. Person dazukommt, wird die Gruppe dann auch automatisch gleich geschlossen. Ja. Aber genau, das ist so halt das. Die Möglichkeit. Und wie gesagt, man kann zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte aber nicht, dass jetzt irgendjemand reinkommt, ne, also wirklich die eine Person, kann man die Gruppe dann halt auf privat setzen, dann erscheinen sie dann trotzdem nicht in der Liste und dann kann ich die Person auch aktiv einladen. Also ich kann jetzt hier über neue Mitglieder einladen, hingehen und sagen, hier zum Beispiel, ich habe Simon wieder als Beispiel, kann ich denn in die Gruppe einladen. Und dann bekommt man gleich auch auf den großen Marktplatz auftaucht, ja. Sehr gut. Genau, und dann taucht das nicht in der ganzen Liste auf. Das ist super, wenn du zum Beispiel einen Lernzirkel hattest und das nächste Thema vielleicht mit Interessenten von dem ersten Lernzirkel machst, dann kannst du die nämlich gleich einladen, das ist ganz gut. Dann verpassen sie auch nicht den Moment und es ist nicht auf einmal schon alles voll. Funktioniert super. Sehr schön. Ja, ich denke, damit haben wir einen schönen Überblick für die, die jetzt vielleicht auch noch eine Plattform suchen. Oder wie der Norman, habe ich gerade gesehen im Chat, der sucht auch noch Leute, die eher so ein Einsteiger-Level-Circle machen. Und da antworten auch gerade schon viele drauf. Also ja, vielleicht finden sich darüber dann jetzt direkt auch nochmal Circle zusammen. Danke dir, Leonid, für die Einführung. Genau. Gerne. Ja. Vielen Dank. Und wir haben noch eine andere Frage, und zwar OneNote. Ich bin ja jetzt auch kein OneNote-Profi. Ja. Und da gibt es einen OneNote-Neuling und sie fragt, wie lade ich denn eine Vorlage für OneNote in mein OneNote rein? Wenn du das sagen könntest. Genau, das ist so. Es gibt ja dieses One-PKG-Format, heißt es. So haben wir es auch bereitgestellt. Das lädt man sich runter. Und dann braucht man meines Wissens nach eine OneNote-Desktop-App. Und soweit ich weiß, geht auch nur die Windows-Desktop-App. Also ich kann sie nicht auf dem iPad öffnen, ich kann sie nicht auf einem Mac öffnen, ich kann sie auch nicht in der Webversion öffnen. Wenn ich aber eine Windows-Desktop-App habe, dann geht die auf, dann kann ich sozusagen Namen und Speicherort der OneNote-Datei angeben und dann erscheint die ganz normal wie meine anderen OneNotes auch. Falls es da Schwierigkeiten gibt, schreibt da irgendwo nochmal und dann könnte ich da auch nochmal ein kleines Video machen und das zeigen. Genau. Das könnte es natürlich genau sein und schaut mal, was da passiert, ob das damit zu lösen ist. Genau. Da hat noch jemand Hallo Simon. Genau. Genau dazu. Ich bin nämlich gerade am Recherchieren. Also bei mir geht es leider nicht automatisch. Kann aber daran liegen, dass ich OneNote 10 habe auf Windows 11. Also ich glaube nämlich, dass OneNote 10 ist die neuere Version von diesem PKG-Format, blub. Und ich bin gerade am Recherchieren, dass es da eine Import-Seite gibt, irgendwie. Genau, also es gibt irgendwie diese, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die hieß, vielleicht, wenn es jemand weiß, schreibt es in den Chat. Es gab mal so ein leichtgewichtiges OneNote irgendwie, was nicht so eine richtige App war, sondern eher so eine Web-App auf dem Desktop und in der geht es nicht. Also man braucht die vollständige OneNote-App, die mit dem Office-Paket in der Regel mitkommt. Ich schau mal, ich habe irgendwo einen Link, glaube ich, gespeichert, womit es geht und womit nicht. Okay, weil sonst habe ich hier jetzt gerade, habe das jetzt also einfach OneNote, mal kopiert. Ja. Die OneNote für Windows 10 ist die Version, die von Microsoft nicht mehr weiter verfolgt wird. Die Version, die nur OneNote heißt, ist die Desktop-Variante, die dann weiter gepflegt wird. Hat Microsoft vor ein paar Jahren bei Schwenks gemacht. Okay, gut, danke für die Info. Dann werde ich mal dann nur die OneNote-Desktop-Version suchen und nicht die OneNote für Windows 10, weil, ja, genau. Okay. Genau. Die für Windows 10 hat im Prinzip die Oberfläche wie die Web-Version. Das ist, sagen wir schon, in der Moog Live ja, Session Support. Stimmt. Perfekt. Und die Mac-Userin hat dann auch gerade erkannt, danke, dass sie eben einen Mac hat. Und deswegen auch nicht weiterkommt. Normalerweise sagt man ja, wenn jemand ein Windows-Problem hat, kauf dir mal einen Mac. Aber in dem Fall muss man sagen, kauf dir mal ein Windows. Ne? Ja, richtiges Windows mit Neo und nicht Neo und nur ohne und mit Winden. Ja. Genau, es kommt gerade zurecht im Chat, ob es in den Montags- oder Livestream-Session auch um Inhalt geht oder nur Prozessfragen. Ich denke, wir würden jetzt die Prozessfragen beenden und so ein bisschen auf den
auf das Leitfadenthema auch eingehen. Ich habe zwei Kleinigkeiten noch hier aufgeschrieben. Zum einen mal so diese Grundidee von Working Out Loud, Observable Work plus Narrating Your Work. Also schön wäre, wenn ihr einfach die Sachen, die ihr lernt, sichtbar macht, sodass sich andere Dinge davon abgucken könnt. Also schreibt in euren Intranets, in Internet und so weiter. Erzählt darüber, über Erfahrungen, die ihr gemacht habt, welche Einstellungen ihr nutzt, was funktioniert, was nicht funktioniert, damit einfach andere davon auch profitieren können. Genau, und genau dazu haben wir jetzt einen kleinen Slot auch eingelegt. Falls irgendjemand Lust hat, so 2 bis 3 Leute mal so einen Aha-Moment aus der letzten Woche zu teilen, also da, wo ihr sagt, sind wir über den Lernpfad oder über die Diskussion im Circle auf etwas gestoßen, was ich gerne hier eine Runde teilen wollte, dann könnt ihr jetzt mal die Hand heben. Wie gesagt, für so 2, 3 haben wir Zeit. Ich schaue hier gerade mal auf die gehobenen Hände und würde in der Zeit auch ganz kurz noch 2 terminliche Ansagen machen. Und dann können wir nämlich auch schon in Richtung der Inhalte gehen. Ja, das eine terminliche, was wir noch haben, ist das, was Florian letzte Woche angekündigt hat, nämlich dieses Hands-on-KI-Training mit MindGPT. Da ist jetzt mittlerweile die Anmeldung möglich. Ist auch ein Meetup.com-Termin. Den können wir auch gleich nochmal in den Chat reinposten. Und nur nochmal kurz der Hinweis, dass in den nächsten beiden Wochen quasi keine Live-Sessions sind, obwohl die in Meetup stehen. Das liegt daran, dass Meetup quasi keine Regeltermine anlegen kann, wo es sozusagen Lücken drin gibt. Ne? Nur, dass ihr nicht übernächste Woche alleine da sitzt. So, ich sehe noch keine gehobene Hand. Hatte keiner einen Aha-Moment. Ambros Gope. Ambros ist der Vorname? Ja, das stimmt. Hallo zusammen. Ja. Grüß dich. Hallo. Ich melde mich aus Zürich und bin das erste Mal in meinem Leben in einem MOOC. Habe schon ein bisschen was mit KI gemacht in meiner Laufbahn. Im Moment bin ich ganz geflasht von der letzten Welle. Darf das auch in der Firma einbauen, bei einer großen Schweizer Versicherungsanstalt, die mit Z beginnt. Und bin sehr gespannt, was ich hier alles lerne und bin geflasht durch die vielen Seiten, die ihr anbietet. Habe das jetzt mal alles für mich organisiert. Habe einen Partner gefunden für den Lerncircle und freue mich sehr auf die nächsten Wochen. Sehr schön. Dann viel Erfolg dir auf jeden Fall. Und vielen Dank an euch. Ciao. Gerne, ciao. Den Dirk sehe ich noch. Es gibt ansonsten noch eine Textmeldung. Die Zeit ist nicht zu unterschätzen, ist ein Aha-Moment. Das ist so. Ja, das ist durchaus so. Dirk, deine Bühne. Ja, ich habe den kleinen Aha-Moment. Also ich beschäftige mich mit KI auch schon ein bisschen länger, bin jetzt nicht der komplette Anfänger, aber ich hatte trotzdem immer Probleme, so ein bisschen zu verstehen, wie so ein Apparat ja eigentlich arbeitet oder wie so ein neuronales Netz eigentlich arbeitet. Und mir hilft es immer ganz gerne, sowas anzufassen. Ne? Das ist natürlich alles Software. Lässt sich schwer anfassen. Aber da kam jetzt die letzten Wochen eine Excel-Datei um die Ecke. Vielleicht kennt ihr die. Da gibt es eine Seite, die heißt All You Need is Spreadsheets. Da kann man sich eine Excel-Datei runterladen. Die ist schlanke 1,3 Gigabyte groß. Und Wow. Die, das ist GPT-2. Da hat jemand ein GPT mit Excel nachgebaut und das funktioniert. Also, man kann da einen Prompt eingeben, man kriegt eine Antwort und das funktioniert. Und das Tolle dabei ist, man kann dem Apparat halt zugucken, wie er arbeitet. Man muss halt nur Excel ein bisschen können. Und das hat mir sehr, sehr viel einfach gezeigt, wie das einfach funktioniert. Und hat mir auch so ein bisschen gezeigt, was es für Grenzen gibt. Ne? Nämlich, dass die Dinger erstens auch nur mit Wasser kochen und dass so Sprachmodelle natürlich auch in Halluzinationen verfallen. Und wenn man sich dieses Excel anguckt, beziehungsweise da gibt es ein paar YouTube-Tutorials dazu, wie das alles auch so funktioniert, dann lernt man ziemlich schnell, wie endlich diese Technologie ist. Und es hat mir auch so ein bisschen so die Magie genommen. Cool. Jetzt hoffen wir, dass das Interface von dem schönen ChatGPT nicht wieder auf Excel zurückgeht, mit dem wir uns jetzt 20 Jahre rumschlagen mussten. Aber vielleicht, wenn du einen Link hast, pack den mal in den Chat, würde ich mir auch gerne anschauen. Ich packe den gerne in den Chat und es bestätigt sich wieder, man kann alles mit Excel machen. Ja, das ist so. Das stimmt. Auch schon in sozialen Medien. Ich bin die ungekrönte Excel-Queen. Die Ruth haben wir noch und den Patrick. Ups. Ja, Aha-Moment. Also erstmal, was es alles gibt. Ich bin ja ahnungslos und schaue mir das ein bisschen an und war erstaunt von den vielen Möglichkeiten, die es da gibt. Und das Zweite, was für mich so ein Aha-Moment war,
dass es also auch die Möglichkeit gibt, den europäischen Datensicherheit mit zu benutzen. Aber da habe ich jetzt nicht gefunden, wie ich das machen kann. Also das war für mich noch eine offene Frage, weil wenn man wirklich mit dem Ding arbeiten will, erfährt es da sehr viel über einen. Und da ist es ja ganz schön, wenn das nicht alles in Amiland landet. Also das, aber ich habe jetzt keins gefunden, was jetzt zum Ausprobieren kostenlos für mich möglich war. Für Lehrer, das passt dann halt nicht. Ne? Ja. Also ich kann mal ein paar Links auf Connect in den Post packen, bereite ich mal vor. Ne? Es gibt dieses Phobis, sprichst du wahrscheinlich an, das ist so für Schulen. Ja. Da weiß ich aber, hat man, glaube ich, keinen Zugriff, wenn man nicht Lehrkraft ist, die ganze Schiene lokale KI zu nutzen. Also lokale Sprachmodelle ist natürlich eine Option. Es gibt jetzt die ersten Ansätze, KI nur im Browser laufen zu lassen. Also ich würde mal so ein bisschen so einen Blog mit den Möglichkeiten, wie kann man datenschutzkonform KI nutzen, zusammenschreiben und dann würde ich dich Menschen nennen, wenn ich den geschrieben habe. Leider ist es, glaube ich, so, wenn jemand was anderes weiß, packt es in den Chat. Wir haben ja mit Aleph Alpha eigentlich einen ziemlich aussichtsreichen Kandidaten als OpenAI-Konkurrent in Deutschland. Ich glaube, in Karlsruhe sitzen die, wenn mich nicht alles täuscht. Aber die sind im Moment eher fokussiert auf B2B. Also soweit ich weiß, kann man da so wie chat.openai.com sich noch kein Konto holen, um damit auszuprobieren. Heidelberg, schreibt der Markus. Perfekt. Der Wolfram hatte noch die Hand oben, den nehmen wir noch mit rein. Ja, Mikrofon einschalten. Hallo zusammen. Hi. Ich war letztes Mal leider erst ganz, ganz zum Schluss dabei. Wir haben dann aber trotzdem eine Gruppe gegründet, wobei es mir jetzt weniger geht, von der Gruppe zu erzählen. Ich habe schon relativ viel Erfahrung mit KI gesammelt in den letzten zwei Jahren. Habe einfach vielleicht zwei, drei Tipps. Zum einen, was du gerade gesagt hast, Simon, zu Phobis. Ist grundsätzlich für Lehrer gedacht, aber ich habe mich dort auch angemeldet. Ich bin der technische Kopf von einem kommerziellen Ausbildungsunternehmen und ich habe es über dieses auch geschafft, dort Mitglied zu werden. Ich würde sagen, wer irgendwas mit Ausbildung zu tun hat, kann das einfach mal probieren. Das heißt, die sind da, glaube ich, recht offen, dass sie nicht nur Lehrer zulassen. Ansonsten ist die Phobis-Geschichte wirklich sehr, sehr gut. Und ein zweites, was ich noch sehr, sehr gut finde, wer das noch nicht kennt, ist KI Campus. Das ist eine ganz tolle Site, wo es vor allen Dingen auch sehr, sehr viele tolle Informationen für den Einstieg gibt. Also wie funktioniert künstliche Intelligenz und so weiter. Wirklich ganz toll aufgemacht. Da vielleicht auch einfach mal reinschauen. Und das nur nicht nutzen. Wieso das nicht? Wurde ja auch danach da ist ja kein Tool dahinter in dem Sinne, dass ich jetzt dann wie bei ChatGPT oder bei Neuroflash oder bei YouCom oder was auch immer. Nee, es geht um Informationen, klar. Ja, genau. Ja, genau. Und letzter Punkt noch, was mich letzte Woche wirklich erstaunt hat. Ich habe schon gewusst, dass man in ChatGPT-4 Bilder hochladen kann und habe letzte Woche einfach mal versucht, ich mache IT-Ausbildung, also wo es um Programmierung und solche Dinge geht und habe da einfach mal zwei, drei Folien von mir hergenommen, einen Screenshot von der Folie gemacht, auf ChatGPT hochgeladen und gesagt, erklär mir mal diese Folie. Es war absolut erstaunlich, was da rauskommt. Das heißt, ich habe da noch ein paar Tipps mitbekommen, wie ich künftig meine Folien noch besser erklären kann. Cool. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte. Sehr gut. Genau. Ein beliebter Trick, wenn man Bilder braucht, für die es eine Vorlage gibt, ein Bild hochzuladen und sich einen Prompt für eine Bild-KI schreiben zu lassen, um das Bild zu generieren quasi in der KI. Ja. Die haben mittlerweile Vision-Features. Sehr schön. Ja, ihr kriegt schon so ein kleines Gefühl dafür. Wir sind hier 350 Leute in dem Call. 5 erzählen von ihren Aha-Momenten und sofort hagelt's Links im Chat. Also das ist so ein bisschen das, was wir fördern wollen jetzt in so einem konstruktivistischen MOOC auch, dass das die ganze Woche passiert. Ne? Immer wenn ihr ein schönes Fundstück habt, irgendwas habt, wo ihr sagt, oh, das kannte ich noch nicht, da bin ich noch nicht drauf gekommen, teilt es in eurem Circle natürlich, das ist schon mal super. Dann haben wir den Hub von 1 auf 5 Personen. Und wenn wir es dann noch im Intranet eurer Organisation oder mit der ganzen Welt teilen, dann haben alle was davon. Sehr gut, dann würde ich sagen, teile ich mal nochmal meine Folien und wir gucken mal auf die Themen der Woche. Ich vermute, ich habe gerade mal nach Marcel gesucht im Chat, aber ich glaube, er ist nicht da. Ne? Marcel, falls du da bist, dann entstumme dich mal, sonst würde ich den Teil übernehmen.
Genau, also dann springe ich da drauf. Wie gesagt, das ist der Link, den ihr braucht für die Woche. Da geht es jetzt in der Kata 3 geht's darum, die KI als Dialogpartner zu verstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ihr alle von dem, wie heißt der, Mollick mit Vornamen, E. Mollick, der hat gerade ein Buch geschrieben, Living and Working with AI. Und da drin hat er 4 Prinzipien genannt, wie wir jetzt mit der KI umgehen sollen, um möglichst schnell zu lernen, wo sie uns helfen kann, wo sie nützlich ist. Und das erste Prinzip, was er benennt, ist bei mir total hängen geblieben. Das heißt im Kern, sit the AI on every table. Alles, was wir tun, lasst uns da die KI mit an den Tisch sitzen. Ne, so ein bisschen wie man Praktikant oder Praktikantin vielleicht mit an den Tisch sitzt und sagt, wir probieren mal aus, ob das uns was bringt. Und wenn es uns was bringt, dann bekommt man einen dauerhaften Platz an dem Tisch. Und das finde ich eine total coole Metapher eigentlich. Ne, im Moment ist es ja noch so sehr ich und mein Chatbot, ich und meine Bild-KI. Aber es ist noch nicht so sehr, bei allem, was ich tue, sitzt mein Assistent, meine Assistentin, mein Co-Pilot neben mir. Und immer, wenn ich einen Workshop habe, ein Projektmeeting habe, dann ist die sozusagen auch mit dabei. Und das finde ich was, das ist total stark. Ich habe zwei Podcasts dazu, die ich empfehlen würde. Die würde ich in unsere Podcast-Playlist zum KI-MOOC mit reinpacken. Also wer da Lust hat, hört euch das gerne mal an. Weißt du, Ethan? Hat es jemand im Chat schon bestimmt dazu? Genau, Co-Intelligence ist es. Ethan Mollick heißt er, genau, ich wusste ich. Und setzt vielleicht sogar die KI in euren Circle mit an den Tisch. Ne, wenn ihr nicht weiterkommt, wenn ihr euch Sachen erklären lassen wollt, setzt da die KI mit an den Tisch und schaut, was da rauskommt. Das zweite Thema oder die zweite Kata danach der Reflexion, da geht es um Anwendungsfelder. Und das finde ich auch spannend, sozusagen mal systematisch entlang der eigenen Arbeit über Use Cases nachzudenken. Ich habe das Gefühl, auch wie wir letzte Woche diskutiert haben bei uns im Circle, viele sind gerade noch dabei, so mal hier mal rumzuspielen, hier mal auszuprobieren, Dinge auszutesten. Manche Sachen hat man vielleicht auch schon gefunden, wo KI absolut einen unterstützt und wo so der Regelfall ist, dass man sie mit reinnimmt. Na, aber was ich glaube, was sehr, sehr gut ist, ist einfach mal systematisch entlang der eigenen Aufgabenfelder zu prüfen, ne, und dann kleine Experimente zu machen, wo hilft mir die KI. Und ich glaube, ich hatte diesen HBR-Artikel schon erwähnt. Ich mache ihn hier nochmal auf, dann können wir den Link teilen. Und da würde ich euch mal hier gerade an eine Stelle versuchen zu lenken. Na, was sie dort als Konzept aufmachen, nennt sich Winswork. Klingt das mal ein bisschen abstrakt, ist es aber eigentlich gar nicht. Ne? Man liest im Text, dieses WINS steht für Words, Images, Numbers und Sounds. Ne? Und ich würde sagen, mittlerweile kann man direkt irgendwo noch ein V einbringen, auch wenn dann das Akronym nicht mehr so gut klingt. Also am Horizont steht Video. Ne? Mit so Beispielen wie jetzt Sora zum Beispiel, ne? Kann man davon ausgehen, dass in Kürze eben auch Video darüber zugreifbar ist. Ne? Und das Analyse-Framework, was Sie aufmachen hier, ist auf der einen Seite sich mal die Frage zu stellen, und das kann ich machen als Individuum, das kann ich aber auch machen als Organisation, ne, wie viel unserer Kosten, wie viel unserer Aufwände bestehen aus dieser WINS-Arbeit? Ne, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Übersetzer bin oder ein Texter bin oder auch ein Softwareprogrammierer bin, schreibe ich den ganzen Tag Worte und dann teste ich und dann funktioniert es nicht und dann schreibe ich neue Worte. Wenn ich Präsentationen in PowerPoint mache, schreibe ich Worte. Wenn ich ein Grafiker bin, mache ich Bilder. Also die Frage zu stellen, wie viel meiner täglichen Arbeit basiert auf WINS-Arbeit? Und die zweite Frage ist mindestens genauso wichtig, wie viel Prozent dieser Inputs für diese Arbeit sind bereits digitalisiert? Also wenn man jetzt mal an Softwareentwicklung zum Beispiel denkt, dadurch, dass viele Softwareentwickler jetzt seit, ja, mittlerweile kann man schon fast sagen, Jahrzehnten, also über einem Jahrzehnt Softwarecode auf GitHub bereitstellen, ist einfach das Ergebnis der Programmierarbeit auf GitHub dokumentiert. Auf Basis dieser Dokumentation kann man quasi eine KI trainieren und die kann dann auf das Durchschnittswissen aller Programmierer, die jemals zu GitHub öffentlichen Repositories beigetragen haben, zugreifen. Und das Gleiche gilt für Bilder. Also wenn ihr eine Bild-KI benutzt, wie
wie Midjourney oder Stable Diffusion, dann ist das nichts anderes, als dass die vorher einen Datensatz bekommen haben mit, dieser Line 5b ist, glaube ich, da der aktuelle, den die meisten nutzen, mit einigen Milliarden, glaube ich, getaggten Bildern drin, da dafür die KI trainiert und dann kann die sozusagen Bilder generieren. So, und in dem Framework, was sie jetzt machen, ist quasi zwei Achsen aufzumachen. Zum einen mal, wie viel Prozent meiner Arbeit basiert auf dieser WINS-Arbeit, wie viel Prozent ist digitalisiert und dann gibt es, wie das natürlich so schön McKinsey-Art immer dargestellt werden muss, gibt es so zwei Quadranten, die entweder gefährlich sind oder mich entspannen lassen. Der obere rechte Quadrant, den nennen sie hier im Framework in the Crucible. Also das heißt, da wird, egal ob jetzt für mich als Individuum oder für meine Organisation, in den nächsten 3 bis 5 Jahren alles auf rechts gedreht. Ne, vielleicht, wenn ihr früher mal so, ich sag schon früher, eigentlich ist es gar nicht so lange her, ein paar Monate, Bilder irgendwie von Pixabay euch runtergeladen habt und irgendwie das Geschäftsmodell von Pixabay besteht fast nur noch aus KI-generierten Bildern zum Beispiel. Ne? Und das ist jetzt schon der Fall. Das ist gar nicht in 3 bis 5 Jahren, sondern ist jetzt schon der Fall. Ne? Also das wäre was, mal sich so eine eigene Aufgabenliste zum Beispiel zu erstellen und dann eben die danach zu bewerten. Umgekehrt, wenn ihr da rauskommt, da ist ganz wenig WINS-Arbeit drinnen, also seid ihr irgendwo low. Und der Input, den ihr dafür braucht, ist auch zu einem sehr kleinen Grad nur digitalisiert. Das nennen sie dann in the balcony. Also da könnt ihr euch in aller Ruhe auf dem Balkon hinsetzen, ein Glas Rotwein aufmachen und schauen, was so in den nächsten Jahren da passieren wird. Na, und das ist eigentlich die Idee. Machen wir mal das wieder zu, dieser Cutter. Na, ihr habt ja jetzt in der einen Cutter aus der Woche 1 mal geguckt, was bei euch in der Organisation, wenn ihr es in der Organisation macht, überhaupt möglich ist und erlaubt ist und wisst jetzt quasi, was ihr einsetzen könnt, womit ihr experimentieren könnt. Und jetzt geht es natürlich darum, diese ganz konkreten Anwendungsfälle rauszufinden, wo er sagt, entweder wäre ich dadurch viel produktiver, also ich spare mir Zeit, ich habe weniger Informationsflut, ich bin nicht so gestresst, oder ich werde viel kreativer, innovativer dadurch, dass ich einen Sparringspartner bekomme, der mir helfen kann bei meinen Aufgaben. Genau, das sind die Cutters. Ich sehe ja schon, Doris hat den Link schon in den Chat gepackt. Die referenzierenden Kapitel dazu, da ist zum einen mal so ein bisschen Geschichtliches noch drin, also KI und maschinelles Lernen, da geht dann die Geschichte ein bisschen zurück. Ich würde gerne auf dieses KI-Anwendungsfelder nochmal gehen, weil das Kapitel ist noch nicht so weit, wie wir es uns wünschen würden. Also wenn da jemand gute Inputs findet, dann ergänze da gerne. Das ist so aufgebaut, dass wir hier mal gesagt haben, vielleicht seid ihr bei eurer KI-Beschäftigung auf das Thema Modalität gestoßen. Modalität bedeutet einfach, ist es Text, ist es Bild, ist es Audio. Was wir da langfristig haben wollen als Überblick, ist quasi auf der einen Seite mal zu sagen, was sind denn so diese generischen Anwendungsfelder entlang der Modalitäten? Ne, was kann ich dann da tun? Ich kann Inhalt erstellen, also was weiß ich, zum Beispiel Doris Beispiel von vorhin, ich kann mir gute Nachtgeschichte kreieren lassen, ich kann mir einen Softwarecode kreieren lassen. Und wir würden gern langfristig hier hinten dann zu einer Taxonomie kommen, dass wir für alle möglichen Beispiele, ne, ich arbeite in Kommunikation, ich arbeite im Personal, ich arbeite in der IT, ich arbeite im Vertrieb, dann sozusagen so ganz konkrete Ausprägungsstufen dieses Anwendungsfeld haben. Ne, und Personaler meinetwegen, ein Softwareentwickler erstellt hier Code, ein Personaler erstellt vielleicht einen Interviewfragebogen oder eine Jobbeschreibung. Ein Marketingmensch oder ein Vertriebler erstellt eine Vorlage für einen Blogpost oder für eine News. Und da gibt es auch, ich weiß gar nicht, ob ich das hier unten schon, na, da hat schon jemand was ergänzt, sehr gut, aber es sind Typos nur. Es gibt eine Forschungsarbeit, die haben sich entlang von Reddit und Substack-Posts, glaube ich, die haben sich 100.000 Posts angeschaut, wo Leute drüber sprechen, was sie mit KI machen und also nur Fälle, wo es ihnen was gebracht hat und haben daraus sozusagen die Top 100 Use Cases extrahiert und die nochmal in 6 Kategorien zusammengefasst. Das geht nochmal tiefer als das hier, weil zu diesen 100 gibt es auch ein PDF. Da ist zu jedem Use Case ist quasi ein One-Pager, also eine einseitige Beschreibung dran. Und da ist jeder Use Case beschrieben mit Beispielprompts auch dazu. Und das erzähle ich deswegen so ausführlich, weil ich such dieses PDF raus und packe euch das auf jeden Fall hier unten in die Kommentare rein.
Wenn ihr die Kata dann macht, schaut in die Kommentare mal rein und guckt euch das auf jeden Fall mal an. Weil das ist, finde ich, sehr, sehr gut geeignet, um wirklich mal die eigene Arbeit quasi entlang von diesen Use Cases zu analysieren und zu sagen, das trifft für mich, das nicht, das. Und man kann sich so den KI-Use Case quasi da rausshoppen und dann bis auf die Ebene von Beispielprompts runter sozusagen dort Hilfestellungen bekommen. Genau, das sind so die Themen. Das ist so ein bisschen ein optionales Kapitel hier, maschinelles versus menschliches Lernen, wird da auch drauf verwiesen. Das ist ja in der Diskussion, weiß nicht, ob ihr schon mal gestoßen seid auf den Begriff, die KI simuliert die natürliche Intelligenz nur. No, also das ist eine Simulation und dementsprechend muss man so ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln, wenn wir Lernen sagen, dadurch, dass wir in Vergangenheit eigentlich Lernen, wenn ihr jetzt nicht gerade Machine Learning Menschen seid, immer nur für Menschen oder für biologische Systeme verwendet haben. Wenn wir jetzt quasi über maschinelles Lernen sprechen, dass das schon was grundlegend anderes ist. No, und das gilt ja für den Intelligenzbegriff auch. Also man würde wahrscheinlich man würde den amerikanischen Intelligenz, also Intelligence-Begriff, was weiß ich, FBI, würde man nicht mit nationales Intelligenzbüro übersetzen. Ne? Das heißt, der englische Intelligence-Begriff ist was anderes als der deutschsprachige Intelligenzbegriff. Und so ähnlich finde ich es mit dem Lernen auch. Da würde ich euch eben empfehlen, da so ein bisschen reinzugehen. Auch in der Podcast-Playlist haben wir was verlinkt. Da geht es eben genau darum, wie sprechen wir über KI. Ist es ein Mann, ist es eine Frau, kann die nachdenken oder nicht? Und dafür soll dieses Kapitel ein bisschen sensibilisieren. Genau, das vielleicht als Input für die Woche. Damit glaube ich, Doris, haben wir unseren Input quasi mal euch rübergebracht, was jetzt ansteht für die Woche. Und wir sind gut in der Zeit, das heißt, wir haben noch 8 Minuten Zeit. Das heißt, falls ihr jetzt noch Fragen habt, Kommentare, Hinweise oder was im Chat war, da konnte ich jetzt nicht die ganze Zeit gucken, dann ist jetzt Zeit dafür. Ja, und zwar, es ist ja so, dass wir hier den Chat nicht speichern können. Und einige sind zwischendrin rausgeflogen, wieder reingekommen. Und dann ist natürlich der historische Chat auch futsch. Jetzt sind hier einige Links von den Teilnehmenden mit hineingeflossen. Und da ist natürlich dann jetzt die Frage, wie können wir die konservieren oder wo kann man die nochmal wiederfinden? Ich meine, die meisten Links sind ja auch im Guide, so ist es nicht. Also vieles, was wir hier jetzt auch direkt reingelinkt haben, findet ihr auch, wenn ihr euch mit den Kapiteln beschäftigt. Zum Beispiel des Use Cases habe ich euch zwar jetzt hier mit reingegeben, aber wenn ihr das Kapitel durcharbeitet, dann findet ihr auch den Link. Genau, also ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe den Link zu der Seite, die ich jetzt gerade teile, auch in den Chat gepackt. Ich habe das letzte Mal, bin ich einmal komplett den Chat nochmal durchgegangen im Nachgang und habe gesagt, was sind denn da links spannende Sachen, die sich zu bewahren lohnen. Ne? Also natürlich zu wissen, wer von wo teilnimmt und ob es einem gut geht oder nicht, ist auch wichtig. Aber ich habe hauptsächlich mal geguckt, was sind genauso diese Links und habe die auf einer Seite zusammengefasst. Da stehen dann, ich habe immer geguckt, wer hat es geschrieben. Wenn jemand als Gast dabei war, dann steht im Chat nur noch anonym, aber habe ich zumindest markiert. Und so würde ich das jetzt auch machen, Woche für Woche. Ne, dass man sozusagen hier die wichtigsten Sachen, Link-Tipps zum Beispiel, jetzt auch den HBR-Artikel, Dinge, die wir nachliefern wollen, dass wir die hier ergänzen. Für die Leute, die ein Connect-Account haben, ich habe aus der Seite hier eine Wiki-Seite gemacht. Das heißt, wenn ihr sagt, ich hatte doch da diesen tollen Link in den Chat gepackt, aber der Simon hat den vergessen, dann könnt ihr die Seite sozusagen unten auf dem Stiftsymbol hier, auf dem Bearbeiten-Symbol einfach editieren und könnt die Links da ergänzen. No, also ich schaue, dass ich alles rausbekomme, aber bei so vielen Leuten ist der Chat so groß, dass das durchaus mal sein kann, dass mir da was durchrutscht. Danke, Thomas. Die Anne hat die Hand um. Genau, eine Frage, die wir uns bei uns in der Gruppe gestellt haben. Beim KI-Leitfaden kann man ja Kommentare setzen. Ja. Darunter, man muss sich aber dann einen GitHub-Account anlegen, richtig? So ist es, genau. Also warum geht das nicht über den Cogneon LernOS? Ja, die Leitfäden sind, ich habe es mal aufgemacht, die sind quasi alle auf GitHub gehostet. Und
der Mechanismus für die Leitfadenteams. Ne? Wir haben früher ganz viel so E-Mails gekriegt, hier sind Schreibfehler und so weiter. Das ist immer schwierig, das nochmal separat zu verwalten. Ne? Das heißt, wenn jetzt hier irgendwo jemand drunter Kommentare schreibt, hier sind jetzt zum Beispiel welche, ne? Falscher Link, falscher Bezug, da wird dann diskutiert, landet es für die Leute, die am Leitfaden arbeiten, im Hintergrund in dem GitHub-Repository auf der Diskussionsseite. Also wen das interessiert, hier kann man quasi alle Diskussionen über alle Seiten hinweg verfolgen. Und wir können dann quasi mit einem Klick da ein Issue draus machen und können das in die Planung der zukünftigen Versionen einfügen. Ne? Also das macht uns so ein bisschen die Arbeit leicht. Wir hatten früher so einen anderen Dienst unten drunter, der hieß Discuss. Da musste man sich auch einen Account anlegen oder mit Facebook anmelden oder sowas Gruseliges. Und dann haben wir gesagt, wir stellen das mal um. Einen Account brauchen wir trotzdem, aber es ist zumindest keiner von so einem Datenkragendienst. Aber okay, das ist der Hintergrund, gut, um den Leitfadenteams die Arbeit da leicht zu machen an der Stelle. Okay, gut, dann machen wir das. Kannst du den Circle vielleicht zurücktragen. Sehr gut. Gibt es noch Fragen? Gerne auf Metaebene, Sophie? Ja, ich habe noch eine Frage. Ich wollte die Aufzeichnung von letzter Woche mir anschauen und ich konnte die nicht öffnen. Werden die nochmal irgendwo anders abgespeichert? Nochmal woanders als wo? Im Teams-Chat. Im Teams-Chat ist ja am Ende immer so, diese Session wurde aufgezeichnet und wenn man da draufklickt, kam ich quasi nicht auf die Aufzeichnung. Okay, ich sehe gerade hier die, also hier auf der Infoseite sind die verlinkt. Ah, perfekt. Okay. Und das sind YouTube-Links. Ah, super. Ja, damit geht's. Okay. Und perfekt. Wir stecken quasi alle Videos in eine Playlist. Das heißt, man kann theoretisch der Playlist folgen und dann kriegt man im YouTube-Client alle neuen Videos mit. Perfekt. Ich denke, du meinst den Link, den man sonst bei MS Teams hätte. Korrekt. Um die MS genau, Teams Aufzeichnung. Ja. Da ist das aber nicht, sondern wir machen das ja dann, dass wir es nochmal kurz nachbearbeiten. Letztes Mal hatten wir dann auch noch die englische Übersetzung simultan mit drin und deswegen war es dann auf der YouTube veröffentlicht. Perfekt, super. Dann finde ich das darüber. Danke euch. Sehr schön. Gerne. Hier gibt es noch ansonsten die Frage, warum man die Links im Chat anklickt, aber nichts passiert, ob es da irgendeine lustige MS-Teams-Einstellung gibt, mit der man unterbindet, dass die Links angeklickt werden können. Hast du da noch irgendeine Idee? Ist dir das schon mal begegnet? Ich muss sagen, bei mir, also ich bin froh, dass ich dich auch flüssig höre und sonst alles flüssig funktioniert, aber bei mir ist der Chat auch so träge. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwas, wahrscheinlich muss das Microsoft-Rechenzentrum zu viel KI gerade rechnen, weil alle, die im MOOC sind, die KI so beanspruchen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl, dass da irgendwas im Hintergrund am Bröckeln ist. Okay, ansonsten haben wir den Tipp, die super tolle Linkliste vom Simon anzugucken. Da werden dann auch alle Links, die hier im Chat gewesen sind, ja nochmal kondensiert angegeben und die könnt ihr auf jeden Fall anklicken. Genau, und ich versuche jetzt möglichst schnell das Video fertig zu machen, in die MOOC-Kanäle zu stecken, wenn ihr Leute habt bei euch im Circle, die jetzt entweder nicht dabei waren oder die nicht reingekommen sind. Schaut, dass ihr dem möglichst schnell das Video irgendwie angedeihen lässt, in eure Chats steckt, sodass die das dann nachgucken können und auch auf dem Stand sind. Sehr schön. Wenn du nicht noch famous last words hast, Doris, würde ich sagen, entlassen wir euch alle in die Woche. Viel Spaß beim Lernen. Tauscht euch aus, teilt, was ihr gelernt habt. Und wie gesagt, übernächste Woche keine Live-Sessions, erst am 3. Juni wieder. Genau, nutzt die Zeit, macht flexibel Treffen, macht vielleicht einfach ein Gesprächsangebot für diejenigen, die Lust haben. Macht da keine Pflicht unbedingt draus, aber nutzt die Zeit einfach, da vielleicht einfach drin zu bleiben. Ja, super. Sehr schön, danke dir auch fürs Mitmoderieren, Doris. Bis dann. Gerne immer. Ciao. Macht's gut, tschüss. Vielen Dank. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, danke.